Und wieder herzlich willkommen bei Ellens Chaoskessel. Heute Abend gibt es bei mir Frikadellen. Die mache ich allerdings in eine Pfanne. Die schmecken mir absolut nicht aus dem Thermomix. Und ich finde auch, das Fleisch wird dann immer so ganz weich. Ja gut, auf jeden Fall dazu gibt es Kartoffeln und Erbsen mit Möhren. Jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, Erbsen mit Möhren muss man doch auch in den Mixtopf machen können. Ich habe zwar gesucht nach einem Rezept. Also wir mögen zum Beispiel gerne so eine Sahnesoße dazu. Habe ich nicht wirklich was gefunden. Ich habe ein Rezept gefunden, wo ich so ein bisschen mich dran hänge mit der Grammzahl und sowas. Das mache ich jetzt so ein bisschen nach, aber ich schweife doch sehr viel davon ab. So, und zwar beginnt das Ganze mit 500 Gramm Flüssigkeit. Ich habe hier so ein Glas Erbsen mit Möhrchen, da habe ich die Flüssigkeit raus und habe den Rest mit Wasser aufgefüllt. Also ein halbes Liter, 500 Gramm. Da war eine Karotte zwischen. So, das geben wir da rein und dann kommt noch 200 Gramm Sahne. So ein Becher, ihr wisst, bei mir gibt es nur laktosefrei. Tun wir mit rein. Ich mag nämlich so gerne die weiße Soße dazu. Oftmals ist das auch bei Bratwurst, weil man da ja doch keine Bratensoße bei hat. So, 200 Gramm Sahne. Dann geben wir da noch zu 40 Gramm Stärke. So, gucken wir mal. Zehn. 20. 30. 35. 40 Gramm Stärke. Und jetzt tun wir noch Salz und Pfeffer dazu. Mach das nach Belieben. Ich gebe mal so 2-3 Prisen Salz. Eine Prise Pfeffer bis 2. Und bei mir gehören Erbsen mit Möhren immer Zucker rein. Also ich sag euch jetzt mal, wie viel ich rein tue. So 25 Gramm Zucker gebe ich noch mit rein. So. Dann haben wir alles drin, dann machen wir das Ganze jetzt 5 Sekunden auf Stufe 4. 5 Sekunden Stufe 4. Einmal richtig schön durchrühren, dass die Speisestärke schön darunter gemischt wird. So, und jetzt wird das Ganze 15 Minuten, Entschuldigung, jetzt wird das Ganze 15 Minuten. Ich mache das jetzt ohne Erbsen mit Möhren. Ich koche jetzt nur praktisch die weiße Soße und dann schütte ich das um und dann gebe ich die Erbsen mit Möhrchen mit rein und decke das nur ab, dass das schön mit durchzieht. Also 15 Minuten auf 90 Grad. Linkslauf. Ach, obwohl, das braucht ja hier gar nicht. Ich habe ja nichts drin. Und machen wir auf Stufe 1. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Die Soße ist fertig. Ich habe zwischendurch mal gerochen. Ah, genauso wie ich sie mag. Ich habe vergessen, Muskatnuss mit reinzugeben. Wer es möchte, kann es noch reingeben. Wir brauchen es nicht unbedingt. So, und ich handhabe das jetzt so. Ich gebe jetzt meine Erbsen mit Möhrchen aus dem Glas in den Topf. Und gebe da drüber nun die Soße. Ups. So. Jawohl, das ist genau meine Soße, wie wir die gerne mögen. So. Habe ich geschlabbert? Habt ihr nicht gesehen, ne? So, ihr Lieben. Probier es mal gleich ab. Mm. Oh. Ich liebe diese Soße für Erbsen mit Möhrchen. Wirklich, ich liebe sie. Ich brauche die auch nicht nachwürzen. Keinsterweise. Für uns ist die optimal. Ich mache jetzt Deckel drauf und dann tue ich die auf den Herd auf ganz, ganz klein. Bloß damit die Erbsen mit Möhrchen heiß werden.
Derweil kann ich nämlich in meinem Thermomix was anderes zubereiten. Ihr Lieben, hat euch mein Video gefallen? Ihr wisst, darüber freue ich mich. Ciao, eure Ellen.